Aber hier ist wieder das nächste Problem. Viele wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Das sage ich immer wieder. Viele wissen es nicht, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben das nicht verinnerlicht, wie groß Allah ist. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Leute auch in Sünden reinfallen. Als Beispiel der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt dieses und jenes, Allah sagt dieses und jenes. Wenn er verstanden hat, dass Allah Ar-Razzaq ist, der Versorger ist, ist ihm das egal. Heute sagt mir einer, ja, ich habe eine Arbeit, ich kann auf der Arbeit nicht beten. Meistens können die beten. Das ist immer nur irgendeine faule, die haben es noch nicht mal versucht, in den meisten Fällen. Wenn es nicht kann, sage ich, wechsel die Arbeit. Ganz einfach. Such dir eine andere Arbeit. Wir sind angestellt bei Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wir haben schon unterschrieben. Wenn du gar nicht beten kannst, aber meistens kann man das. Letztens sagt einer zu mir, ja, ich kann nicht bei mir in der Schule, kann ich nicht beten. Weil ich kann kein Wudu machen. Kein Wudu machen? Bist du in der Wüste oder wie? Wie, du kannst kein Wudu machen? Wie kannst du kein Wudu machen? In Deutschland kannst du kein Wudu machen. Überall gibt es Waschhähne. Wo kannst du kein Wudu machen? Ja, ich kann die Füße nicht in das Waschbecken reintun. Sag ich, kein Problem. Zieh dir schön Strümpfe an. Ne? Beispielsweise, wie gesagt, gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber. Manche sagen, die müssen dick sein. Manche sagen, müssen Leder sein. Manche sagen, ist egal, dick oder dünn. Aber das muss ja organisierbar sein mit der Bibel. Okay, wenn du der Meinung bist, nur über Ledersocken, kauf dir Ledersocken. Okay, kein Problem. Dann machst du morgens, wo du gehst in die Schule, Wasser, zack. Das ist alles nur Organisationssache. Aber das ist, weil man nicht verstanden hat, mit wem man es zu tun hat. Er sagt ja, nee, es geht eigentlich nicht um die Füße, sondern ich finde, das ist ja irgendwie so provokant und ich könnte damit auffallen, mit, wenn ich... Mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es mit Allah zu tun.